Hallo und herzlich willkommen bei die Bannersaga. Wir sind jetzt hier im Zeltlager und hier werde ich mein Training absolvieren. Also ich denke, ich bin noch nicht richtig fit, um die weitere Reise aufzunehmen. Deswegen werde ich mich hier stark auf die einzelnen Kampftechniken einüben. Hier ist das Heldenzelt und ich habe meine Truppe so zusammengestellt. An erster Stelle Rogue, Stufe 6 Jäger. Vom Schmerz des Todes seiner Tochter in der Schlacht von Borsgat übermannt, fragte sich Rogue, ein erfahrener Jäger und Anführer, warum ihm überhaupt noch irgendjemand folgen sollte. Vielleicht kann er mit der Hilfe seines langjährigen Freundes, den riesigen Pfahl Ivar, sein tragisches Schicksal, seine Schutzbefohlenen zu verlieren, ändern und die Karawane sicher in die Hauptstadt der Menschen Abarank bringen. So, ich kann jetzt meinen Held befördern, aber ich mache es noch nicht. An zweiter Stelle Ivar, Stufe 5, Kraftprotz. Als Kogre noch jung war, ging Ivar ins Zentrum der Stadt und überraschte die Siedler von Rundwall, die zuvor kaum Pfahl gesehen hatten. Er hat nie erklärt, weshalb er die Lande der Pfahl verlassen hat, um den Menschen beim Bau einer kleinen Stadt zu helfen. Doch jedes Oberhaupt in der Linie Skogris ist froh, ihn zu haben. Ivar kennt Rogue seit dessen Jugend und ist ihm eng verbunden. Ja, tötete Gegner 11. Also Ivar und Rogue gehören zusammen, auch im Kampf. Dann kommt Hakon, Stufe 5 Kriegsmeister. Als Krieger findet Hakon nur selten seinesgleichen. Nach Vogtnirs Tod wurde Hakon zum König der Pfahl ernannt, was eine höchst ungewohnte Aufgabe für ihn darstellt. Die Feinheiten des Regierens mit dem Überleben seiner schwindenden Rasse zu vereinbaren, erweist sich als weitaus weniger aufregend als das Auslöschen von Feinden auf dem Schlachtfeld. Tja, mein lieber Hakon, dafür hast du jetzt mehr Verantwortung als König. Dann habe ich Eivind ausgesucht. Der ist der einzige Magier. Und deswegen habe ich ihn natürlich genommen. Ein Fernkämpfer. Das ist sein Zauber. Liebe Fähigkeit. Lichtbogen. Eivind holt Feuer aus dem Himmel und wirkt es im Kreis von 6 Feldern auf jeden Feind. Die Blitze treffen jede Einheit diagonal, bis keine Einheit mehr da ist, die getroffen werden könnte. Jedes Mal, wenn der Blitz auf ein neues Ziel überspringt, bewirkt er einen zusätzlichen Punkt Stärkeschaden. Pass auf, dass du nicht deine Verbündeten rüstest. Ja, kann passieren, ne? Reparieren, na. Gehe ich nicht drauf ein. Eivinds Verhältnis zu Falca Juno ergeht eindeutig über das eines Lehrlings hinaus. Es scheint zudem im Kampf so mächtig zu sein, dass viele der Clanmitglieder einen großen Bogen um ihn machen. Doch er setzt seine Magie ganz selbstlos ein, um Verwundete zu heilen und im Lager zu helfen. Trotz seiner Nervosität tritt Eivind
stets diplomatisch auf und strahlt ein überraschendes Selbstbewusstsein aus. Ja, das ist der richtige Kerl im Trupp. Krummre. Aktive Fähigkeit. Also das muss man sich doch alles durchlesen. Also ich finde, das Spiel ist sehr komplex. Ich war ja schon im Kampfzelt und habe da einige Kämpfe ausgeübt. Also mein lieber Herr Gesangverein. Eine gewisse Einarbeitungszeit braucht man schon. Ja, zumindest ich. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Da kommen mir Spiele wie The Darkest Dungeon einfach vor. Nicht viele Wahl sind noch älter als Krummruhr. Und nicht viele haben so viel Kampferfahrung gegen die Wüter. In Wirmsee wird er regelmäßig von eifrigen Kriegern aufgesucht, die seine Geheimnisse erfahren möchte. Schön. Und ganz hinten Oddlife. Eine hübsche Wikingerin. Pfeilregen. Liebe Fähigkeit. Passive Fähigkeit durchbohren. Diese Fähigkeit habe ich im Kampftraining gelernt. Das Oberhaupt, das Oberhaupt von Skogre galt als Glückspilz, als es die Hand der schönen Tochter eines wohlbekannten Kriegers erhielt. Heute gilt es als Glückspilz, weil es eine Frau geheiratet hat, die weiß, wie man eine Stadt führt. Ja, hier könnte ich auch eine Beförderung machen. Ach, Gegenstände. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Bjarkenrune. Könnte ich den Gegenstand da hinziehen? Hier hat auch noch keinen Gegenstand. Okay, gut, dass ich das weiß. Das ist unser Trupp. Ob die Reihenfolge jetzt sinnvoll ist für den Kampf, ich weiß es nicht. Ich tendiere eher dazu, die Fernkämpfer ganz nach hinten einzusetzen. Ruck kann ja beides, Nahkampf und Fernkampf. Und der Zauberer ist ein Fernkämpfer. Ich weiß nicht, ob ich die drei, Ruck, Eivind und Ottlein, ganz nach hinten stellen soll. Wird sich im Kampf, in den Kämpfen ergeben. Okay, kann ich ja immer noch rotieren. Das sind praktisch die Ersatzhelden, die eigentlich alle eine niedrigere Stufe haben. So, 7. Sechs Tage. So, wir gucken uns jetzt die Karte an. Und den Reiseweg. Da möchte ich gerne die Orte alle kennenlernen, die wir unterwegs sehen und passieren. Das ist unser Fluss, den wir befahren. Das ist die Ormsa. Der mit Abstand längste Fluss der Menschen
und Pfahl bekannt ist, schlingelt sich von der Fiskerbucht bis Tiefmott und zurück nach Sigrehorn, dann hoch in den Roten Fluss. Man kann diskutieren, wo der eine Fluss anfängt oder der andere aufhört. Ja, das ist der Fluss, den wir befahren. Wir campen jetzt hier am Zahnstocherwald. Spitzes Ende eines ausgedehnten Waldes, der von den Straßen früher Siedler geteilt wird. Bekannt für seine fetten Fasane, die hier fast bis zur Ausrottung bejagt wurden. Da ist wie gesagt unser Camp. Und wenn wir weiterziehen, dann kommen wir am Ormsdal vorbei. Als Strom einige der ersten Menschen nach Osten führte, war Ormsdal im Bogen der Gabelung der Ormser einer der wichtigsten Siedlungsorte. Wenn Borsgard und Ormsdal Zwillinge wären, wäre Ormsdal der rechtschaffende Bruder, der versucht, seinen bösen Zwilling von seinen Schandtaten abzuhalten. Ja, wir ziehen Richtung Westen. So, die nächste Station, also parallel zum Fluss verläuft die Oststraße. Die Oststraße reicht von Tholir bis nach Borsgard. Ab dort heißt sie Stens Marsch. Die Straße wird vor allem von Kaufleuten benötigt. Daher sind Banditen häufig und der Einsatz von Wachen ist unerlässlich. So, dann geht es weiter. Nach Grunda. Niemand weiß genau, wer Grunda gegründet hat. Es wird oft spekuliert, dass es sich um eine frühe Siedlung der Pferdebürtigen handelt. Schließlich befindet es sich mitten im Nichts und hat weder Sehenswürdigkeiten noch wertvollen Boden zu bieten. Die Leute hier bestellen zwar Felder, müssen aber allein das Wasser über weite Strecken heranschaffen. Was ist das ganze Land? Das Land heißt Stromlund. Eine Nation. Undval war einst eine riesige Nation. Dann spaltete der Bürgerkrieg die Bevölkerung und ein Oberhaupt namens Strom ging nach Osten, um dort ein neues Königreich zu errichten. Dieser Traum starb mit Strom und das Reich wurde wieder eins. Doch der Name blieb. Okay. Ormsar, unser Fluss. Der mit Abstand längste Fluss der Menschen. Das habe ich schon gerade vorgelesen, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Er schlängelt sich von der Fiskerbucht bis Tufmod und zurück nach Sigreholm. Hoch in den Roten Fluss. Man kann diskutieren, wo der eine Fluss anfängt und der andere aufhört. Okay, haben wir schon gehabt. Dann sehen wir dann links, auf der linken Seite ist dann der Faulwindhögel. Sieht doch aus wie ein Gebirge, ja, wird es wohl auch sein. Es ist bekannt, dass das Swartmoor stinkt. Die Faulwindhügel halten den Südwind aus dem Swartmoor auf, zur Freude derer, die jenseits der Hügel wohnen, um zum Leidwesen von allen anderen. Tja. Die Ormser, die mündet dann in den Ormsfjord. Der Ormser mündet in die Fiskerbucht. Er hat zwar nur einen Ablauf, fließt aber schnell genug, um Schiffe über lange Strecken in kurzer Zeit zu befördern.
Was ist hier? Das ist das Nachbarland. Ja, alles kann ich mir auch nicht angucken. Nur die Reiseroute schauen wir uns an. Dann ist hier in der Fisker Bucht eine Insel, Fischauge. Das Fischauge ist eine kleine Insel inmitten der Fisker Bucht und ein Lieblingsort der dortigen Fischer. Der Besitz wechselt häufig zwischen Ungull, Stadre und Fiskevik, je nachdem, wer dem letzten Besitzer am meisten geboten oder die furchteinflößendsten Schläge angeheuert hat. Ja, so ist das im rauen Norden. Fiskerbucht, die Meeresströmungen, die an Aberrang vorbei nach Süden fließen, versorgen die Fiskerbucht stets mit Fisch. Die Bucht ist die wertvollste Ressource der Fischerdörfer rings um die Bucht. Die Dörfer fechten zwar häufig Rivalitäten aus, doch bislang haben die Fischbestände überdauert. Ja. Ein Hafen? Laschhafen. Als Ungull Stadre begann, die Fiskerbucht ausgiebig zu befischen, hatte das flache Gewässer in Küstennähe noch keinen Namen. Erst als die Fische ausgerottet waren, kam das Gebiet zum Spitznamen Laschhafen. Dann, das ein Meer. Abgrund. Ist das? Die Gewässer im Westen wurden nicht nach ihrer Ausdehnung benannt, sondern nach ihrer Tiefe. Sogar in Küstennähe gilt, dass verirrte Langschiffe als an den Abgrund verloren betrachtet werden können. Okay. So, weiter geht's. Da ist ein Schiff. Seefahrt und Navigation. Früher war die Welt noch unbekannt und veränderlich und die Kunst der Seefahrt hoch begehrt. Viele Handelsrouten sind auch jetzt noch wertvoll, doch viel zu entdecken gibt es nicht mehr. Und wer versucht hat, den Abgrund zu überwinden, ist entweder nicht zurückgekehrt oder hat nichts der Rede Wertes gefunden. So. Rechter Hand sehen wir dann auf unserer Reise Ungull Stadre. Ungull Stadre wird von den Einheimischen als Angelhaken bezeichnet und ist aufgrund des enormen Fischreichtums der nahen Bucht eine der erfolgreichsten Fischereistädte. Sie wuchs so schnell, dass sie die direkt angrenzenden Gewässer innerhalb weniger Jahre leerfischte und damit Opfer ihres eigenen Erfolgs wurde. Tja, kann passieren. So, hier ist auch schon Aberrang. Aberrang. Vor Aberrang ist der Jarlsfjord. Das Wachstum Aberrangs war stark vom Jarlsfjord als stetige Quelle von Fischwasser und Fisch abhängig, wie man so schön sagte. Die Götter hatten den Fjord in drei geteilt, um die Bedürfnisse der Bevölkerung, der Könige und der Götter zu stillen. Ja, genau. Hier sind drei Flüsse. Was ist das? Feldgat. Die Feldgat ist eine ungewöhnliche kleine Brücke über den Aber. Hier befand sich eine der ersten menschlichen Ansiedlungen, als Aberrang noch eine Ansammlung von Bauernhöfen war. Die Brücke ist ein Zeichen des Respekts gegenüber früheren Generationen. Aberrang. Seit den bescheidenen Anfängen ist Aberrang nicht nur zum Königssitz, sondern auch zur bevölkerungsreichsten und umkämpftesten Stadt in den Landen der Menschen geworden. Seine mächtigen Obsidianmauern wurden mit Hilfe der Macht der Magier aus den Tiefen hervorgeholt. Jede neue Generation von Einwohnern baut einen weiteren Mauerring um die Stadt, deren Mauern sich nun schon von den Klippen erstreckten und die Stadt
immer größer, zügelloser und gefährlicher machen. Okay. Wir werden die schönen Orte alle sehen auf unserer Reise. So, ich gucke mir die Karte nochmal ein bisschen alleine an und sage an dieser Stelle Tschüssi!